Tatjana Kestel ist Rebecca von Lahnstein. Also ich finde, ein Geheimnis guten Modedesigns ist, man muss die Leute überraschen. Wenn zum Beispiel alle kurze Röcke schneidern, dann bringen klassischen Schnitt auf den Markt. Oder ja, wenn die Magazine Rot zur Trendfarbe hochschreiben, warum dann nicht mal mit Blau experimentieren? Also ja, wer immer das Erwartete tut, der hat schon verloren. Ja, ich habe die Leute eigentlich schon ziemlich oft überrascht. Ja, zum Beispiel hiermit. Ja, die meisten Leute erwarten das nicht von mir. Und ja, aber wie gesagt, warum immer das Erwartete tun? Manchmal, da habe ich mich auch schon selbst überrascht. Zum Beispiel, ja, meine erste Beziehung zu einer Frau, damit habe ich wirklich überhaupt nicht gerechnet. Also, aber ja, es hat sich einfach richtig angefühlt. Ja, es war echt, das war eine wilde Zeit damals. Ich habe einfach nicht so wirklich gewusst, was ich wollte. Aber ich wusste, dass alles anders werden sollte. Ja, kein Stillstand, nur kein Stillstand. Ich finde, das kann man auch ja, so ein bisschen mit Motorradfahren vergleichen. Also je schneller du fährst, umso ja, besser kannst du die Balance halten. Und am schnellsten kippst du um, wenn du langsam wirst oder wenn du stehen bleibst. Und ich habe halt so viel Gas gegeben, dass ich mich am Schluss tatsächlich selbst gefunden habe. Und das hat mich wirklich, ja, das hat mich selbst überrascht. Ja. Marlene hat meinen Bruder Tristan vom Altar stehen lassen, weil sie sich in mich verliebt hat. Das war für ihn bestimmt die böseste Überraschung, die man sich vorstellen kann. Und es tut mir wirklich auch leid, dass Tristan so gelitten hat. Aber ja, man kann sich halt auch einfach nicht aussuchen, in wen man sich verliebt. Und wir haben wirklich auch lange gegen unsere Gefühle gekämpft, aber ja. Marlene und ich. Ich weiß auch nicht. Ja, wir passen einfach zusammen. Ich habe zum Beispiel wirklich überhaupt keine Ahnung, was ich in 10 Jahren für eine Kollektion entwerfen werde, aber ja, ich bin mir einfach sicher, dass ich da noch mit Marlene zusammen sein werde. Ja, das ist einfach so. Ich weiß auch nicht.